So, liebe Leute, ich spiele in der Top Lane gegen Jax. Ich muss sagen, dass ich persönlich finde. What the fuck is that? Achso, das ist diese neue Animation, wenn die runtergebeamt werden. Beam me up, Scotty. Ich finde, dass die Gegner das stärkere Team haben. Obwohl wir auch echt Late Game haben. Ja, okay, also ich überlege, ich nehme das zurück. Also wir haben auch ein echt krasses Late Game Team. Wenn die haben Jax, wir haben Kyle. Wir haben Lucian, wir haben Jinx. Wir haben Amumu, wir haben Yasuo. Ja? Ich glaube, Yasuo ist mehr Late Game als Amumu. Amumu ist gar nicht so krass Late Game. Und Fizz? Ja, Fizz ist Fizz. Und wir haben Alistar. Wir haben ein richtig, richtig, richtig starkes Team eigentlich. Muss man wirklich sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht was die Harmonie, was das Zusammenspiel angeht, ja. Es mag natürlich nicht perfekt sein. Und ich weiß nicht, wie genau ich die ganzen Teamcomps nicht kenne. Kann ich jetzt auch gerade nicht genau abschätzen, inwieweit wir harmonieren. Die einzige Harmonie, die ich jetzt hier gerade sehe, ich feststellen kann, ist die Harmonie von Yasuo und meinem Kuh, ja? Oder Yasuo und dem Alistar Knockup. Ja, das sind so Sachen, die fallen mir jetzt gerade mal auf als erstes. Aber ansonsten, keine Ahnung. Yasuo ist halt sehr CC-anfällig. Und wir haben alleine mit Thresh, Amumu und Jax, ja, wenn die auf Yasuo raufspringen, ist er aber ratzfatz hinüber. Schön einer, die da einmal einen Hit abbekommen. Er hat da besser gefarmt als ich jetzt, definitiv. Muss höllisch aufpassen. Wer ist der Jungle? Aber ganz knapp, dass der nicht da drin stand. Ich will mal sagen. War ein ganz guter Anfang. Hätte ich ein bisschen out of range laufen müssen. Der hat nämlich meinen Kuh gedodged. Was nicht ganz schlecht war von ihm. Warte mal, bevor ich den Schmal jetzt hier kaufe. Ja, oh, der baut Full AD. Hat sich einen Undurans noch gekauft. Das ist gut für mich. Ich benutze jetzt einfach auch mal meinen TP. Okay. Ich weiß halt nicht, inwieweit es notwendig war, dass ich TP'd habe.
Dass ich geflasht habe vorhin. Junge, Junge, macht der mir Schaden? Ach, come on, ist doch lächerlich. Er hat Full Mana. Ich überhaupt nicht. Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Wieso konnte er mich noch erwischen? Spielt Jax nicht ganz schlecht. Wer hat denn eigentlich gerade einen Kill gemacht? Ach, Yasuo ist gestorben. Der spielt ganz gut, der Jax, mit den Büschen hier zusammen. Also das macht er relativ gut. War okay. Flash für Flash. Und ich habe den Kill gemacht. Oh, hat er gut gedodged, die Rocket.
Oh Gott, was macht der da? Oh, das ist aber ziemlich riskant. Oh, come on. Nice, Ult. Fuck. Schade, so gut wie die Ulti war von Kyle, umso schlechter war der Abgang dann am Ende. Ah, er macht den Jax fertig. Wie lustig. Wie lustig. Unglaublich. Wie kann ein Jax gegen ein Yasuo verlieren? Es ist mir unbegreiflich. Komplett unbegreiflich. Ja, der Kampf war wirklich eigentlich ganz gut, aber ja, der Fist, der ist halt nicht anfällig für mein Q, ne? Der kann einfach easy drüber jumpen. Das ist halt keine Bett. Was will der eigentlich bauen? Black Cleaver? Ruby Crystal? Longsword? Riecht eigentlich nach Black Cleaver. Ich hab's gesehen. Joa, bisschen Overkill, würde ich mal sagen, ne? Ist mein Tower weg. Als Antwort. Aber gute Antwort. Und Kill auch noch. Tower ist dafür weg. Ach, so ein dreckiger Stricher, ey. Naja. Ich glaube nicht, dass ihn das getötet hätte, aber... Willst du mich eigentlich verarschen? Arschloch. Meine Güte, ey. So, wir haben genügend Damage. Ich baue Tanky.
Ich hatte erst Angst, dass mein W nicht getroffen hat, weil er im wieder im Busch stand und der dadurch einfach wieder einen Wahnsinnsvorteil hatte. Ja, weil ich einfach, ja, ich bin halt in der Nähe, konnte nicht sehen, ob ich jetzt an ihm dran bin oder nicht. Und das hat halt für Irritation bei mir gesorgt. Ich wusste halt nicht, erwische ich ihn jetzt oder nicht. Oder erwische ich ihn jetzt oder nicht. Ja, das ist halt fast schiefgelaufen, scheiße. Wir kriegen einen Double Kill. Ein Triple Kill sogar. Oh dear, oh dear. Ja, ich kriege jetzt schon den Tower. Wenn es so weitergeht. Guck mal, ich habe schon wieder einfach keine verdammten Minions hier. Nur diese dämlichen Caster-Minions die ganze Zeit. Ich krieg Tower. Okay. Back ZZ Rots ist fertig. Muss ich noch überlegen, wo ich das hinstelle. Sinnvoll ist das eigentlich in die Botlane. Junge, Junge, Junge. Der Kyle kann seine Ulti richtig gut einsetzen.
konnte irgendwie nicht ulten. Das Game ist sowas von durch. Oh, wow. Oh. Oh my gosh, GG. Humiliation, ey, wow, ey. Alter Schwede, das ist der letzte Kampf, war richtig gut. Ah, der Yasuo war top und der Kyle war auch richtig gut. Wie der mich am einmal da, als ich Botlane teleportiert habe, wie der mich da von dem letzten Turret-Shot mit seiner Ulti gerettet hat. Das war so gut, das war so übertrieben gut gemacht. Unglaublich. Schönes Spiel, wirklich. Sehr schön.